Martina Hingis ist ja eine große Tierliebhaberin, vor allen Dingen Pferde liebt sie. Reite doch selbst. Nehmen Sie schnell Platz, bitte. Danke. Ruhe bitte, danke. Zu kurz, dieser zweite Aufschlag. Gut. Und auch der Ball war gut. Marianne Waddell hat jetzt ihr Spiel ein bisschen stabilisieren können. Spielt nicht mehr mit einer so großen Streuung und nutzt ihre Chancen beim zu schwachen und zu kurzen Aufschlag von Martina Hingis mittlerweile doch konsequenter. Thank you.
13, 13, 40. Das ist eine Stärke, über die nicht viele verfügen. Martina Hingis ist in der Lage, aus dem Lauf heraus fantastische Bälle zu spielen. Zum zweiten Mal ist sie mit einem die Linie entlang geschlagenen Ball über die Vorhandseite erfolgreich. Unerreichbar für Marianne Werdell. Interessant übrigens zu beobachten, während oder zwischen den Ballwechseln, wie sie immer wieder Blickkontakt aufnimmt mit ihrer Mutter, mit Melanie Hingis-Zock, die ja früher eine gute Ranglistenspielerin in der ehemaligen Tschechoslowakei war. Rechts neben ihr übrigens Damir Kiritic, der ehemalige deutsche Davis-Pokalspieler hier aus Stuttgart, der die geschäftlichen Interessen von Martina Hingis vertritt, schon seit geraumer Zeit. Da hat man natürlich geahnt und gespürt, dass da ein neues, ganz großes Talent heranwächst. Eine Tennisspielerin, die ohne Frage in der Weltrangliste sehr, sehr schnell weit nach oben kommen wird. Derzeit wird sie ja in der Weltrangliste auf Position 199 geführt. Ihre erste Notierung gab es am 21. März diesen Jahres und dort war ihr Rang 399. Ruhe bitte, danke. Second serve. Low 15, low 15. Ein mittlerweile immer häufiger wiederkehrendes Bild, der zu kurze Aufschlag, häufig auf die Rückhand von Marianne Werdell. Und die spielt ja im Wesentlichen ohnehin immer Cross. Aber diese Bälle sind so hart und wenn sie ins Feld kommen, sind sie unerreichbar für Martina Hingis. Love 15.
35, Love 30. Satzball für Marianne Waddell nach diesem viel zu hoch angesetzten Stoppball von Martina Hingis. Vorteil Ingis. Thank you.
Inges. Nach Abwehr eines Satzballs bleibt Martina Hingis im Spiel in diesem zweiten Satz, der geprägt ist durch eine Vielzahl von Aufschlagverlusten. 6:0, 2:5 aus der Sicht von Martina Hingis. Wir sind in Kürze wieder hier. Jetzt folgt aus Hamburg die Tagesschau. Wir sind wieder zurück in Filderstadt und hier ist das eingetreten, was sich ja eigentlich abgezeichnet hat. Martina Hingis hat den zweiten Satz verloren. Er wurde gewonnen von Marianne Wördl mit 6:2. Sie gewann das Aufschlagspiel von Martina Hingis 2:0 mit vielen direkten Punkten nach zu schwachen und zu kurzen Aufschlägen der Schweizerin. Jetzt 40:0 Wördl. Ja, das Spiel hat sich gedreht, keine Frage, ist ja auch deutlich abzulesen bei dem Zwischenergebnis. Der erste Satz 6:0 für Hingis, der zweite 6:2 für Wördl. Und nun 1:0 Führung für die Amerikanerin, die sicherlich ihr Spiel stabilisiert hat, die sicherer geworden ist, die häufiger in der Lage ist, direkte Punkte zu erzielen. Aber auf der anderen Seite ist zu erkennen eine Konzentrationsschwäche, einfach bei Martina Hingis. Vielleicht ging der erste Satz zu schnell, dass sie der Meinung war, das geht alles so in diesem Stile weiter. Und im Verlauf des zweiten Satzes war sie nicht mehr in der Lage, so konstant zu spielen, wie wir das über weite Strecken von ihr gesehen haben. Das ist jetzt ja hier, wenn man so will, auch eine Premiere, nämlich das erste Dreisatzspiel von Martina Hingis auf der Profitour der Damen. Bisher hat sie ja bei allen Begegnungen nur zwei Sätze spielen müssen. Sowohl bei ihren Erfolgen als auch bei der Niederlage in der vorigen Woche in Zürich gegen Mary Pierce, die Vorjahrssiegerin des Turniers von Filderstadt. Man darf gespannt sein, wie Martina Hingis jetzt mit dieser Situation fertig wird, wie sie sie bewältigt gegen eine, wie gesagt, sicherer gewordene Marianne Wördl. Ruhe bitte, danke. Ja, das ist lange her, dass Martina Hingis mal wieder ein Aufschlagspiel gewonnen hat. Im zweiten Satz gewann sie nämlich kein einziges, verlor alle vier Aufschlagspiele. Nun also eins beide im zweiten Satz.
Im dritten natürlich. Marianne Waddell hat zwar einige Asse geschlagen, aber eine Vielzahl von Doppelfehlern, insgesamt 7 Aufschlagverlust in der Anfangsphase des dritten Satzes. Und in diesem Spiel war wieder mal zu erkennen, dass Martina Hingis einfach mehr spielerische Möglichkeiten in ihrem Schlagrepertoire hat, als ihre Gegnerin, als Marianne Waddell. Kein einziger Schweißtropfen ist zu erkennen am Körper von Martina Hingis. Das wirkt alles nach wie vor so leicht, so ohne Kraftaufwand, spielt sehr flüssig, schnörkellos und nutzt auch die Chance zu Netzangriffen. Nicht übermäßig häufig, aber nach zu kurzen Bällen geht sie auch vor. Und hier, Sie erinnern sich, macht sie dann ja auch den Punkt. Speziell bei diesem Ballwechsel ließ sie ihre Gegnerin laufen. Und zum Schluss kam ja Waddell nicht mehr an den Ball heran. Natürlich hat die Amerikanerin, das ist ja logisch, die viel größere Erfahrung. Viel wird jetzt wieder davon abhängen, wie der Aufschlag von Martina Hingis kommt. Der muss ja gar nicht unbedingt so hart sein. Dazu ist sie sicherlich derzeit auch körperlich noch gar nicht in der Lage. Aber die Länge, mit der
hat sie heute ihre Probleme, viele Aufschläge einfach zu kurz. Da erinnert doch jetzt vieles wieder an den ersten Satz. Mit vielen Fehlern in den Grundschlägen von Marianne Waddell, die jetzt wieder zu hektisch, zu hastig agiert, zu schnell die Entscheidung sucht. Und dabei unterlaufen ihr doch viele Fehler. 1:3 gegen die 26-jährige Amerikanerin. 15 Love.
Irgendwann wird es dann zu schnell. 40-13, 40-13. Der Linienrichter entscheidet aus und Schiedsrichterin Anne Lasserre schüttelt mit dem Kopf und sagt, diese Entscheidung war so knapp, da bin ich nicht in der Lage, sie zu überstimmen. Also Vorteil Martina Hingis. Man spürt im Moment, dass wir in einer Phase sind, wo eine Vorentscheidung fallen könnte. Oder es bleibt weiter spannend und ausgeglichen. Marianne Waddell stemmt sich gegen eine mögliche Niederlage.
Ottawa Dell. Zum fünften Mal Einstand. Vorteil Indies. Außerhalb. Das bisher längste Spiel ist zu Ende gegangen. Erfolgreich für Martina Hingis, die jetzt mit 4:1 führt. Und in diesem Spiel hat man noch einmal klar gesehen, wenn Martina Hingis in der Lage ist, ihre Gegnerin zum Laufen zu bringen, dann erhöht sie damit eindeutig die Fehlerquote im Spiel von Marianne Wardell, die ihrerseits auf der Rückhand doch sehr gefährlich ist. Diese Rückhand spielt sie früh genommen knallhart und häufig sehr winklig. Und da hat dann Martina Hingis doch manchmal Probleme, sich aus dieser defensiven Situation zu befreien. Sie spielt ja die Rückhand auch beidhändig, also mit einer kürzeren Reichweite, ist dann sehr weit hinausgedrängt. Auf der Rückhandseite, die Vorhandseite ist offen. Schwierige Situation jetzt für Marianne Wardell, denn niemand verliert im Alter von 26 Jahren gerne gegen eine 14-Jährige. Egal, ob hier auf der Profitour oder beim Clubturnier. Und die Amerikanerin, sie kämpft. Sie versucht alles, sich gegen diese mögliche Niederlage zu stemmen. Aber dabei ist sie dann manchmal zu überhastet, zu hektisch, möchte zu schnell den Punkt machen. Und wie gesagt, wenn sie sich bewegen muss und aus dem Lauf heraus spielen muss, dann sieht sie nicht gut aus, die Amerikanerin.